Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Ich muss einmal hier. In der letzten Folge haben wir den 8K-Schlüssel gefunden. Den knall ich erstmal hier rein. Mal gucken, was da jetzt damit bewirken kann. Hier ist eine Sicherung drin. Mal gucken, was wir mit der Sicherung machen können. Wenn ich die bekomme. So. Muss noch ein bisschen mehr drin. Warte mal, vielleicht einen Schritt zur Seite. Sicherung, jawohl. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir erstmal hier ganz am Anfang. Muss ich nur gucken, wie ich dann hier erstmal in den Kran rein. Muss ich nur gucken, wie ich es schaffe, dass ich diese Weiche da bekomme. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mine-Bike hieven und wham. Wo ist das Mine-Bike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Okay, so einfach ist es doch nicht. Jetzt haben wir den Spiegel hier. Vielleicht können wir ja mit dem Mine-Bike jetzt fahren. Vielleicht können wir den 8K-Schlüssel da reinhauen. Hier in das. Als Schalter. Ich glaube nicht, weil wir, glaube ich, diesen Hebel da brauchen. Mist, ich brauche den Hebel, der da irgendwie da rumschwirrt. Yep, Nudelrezepte zu. Ich will mir hier doch kein Ich bin nur auf. An Umkehr ist nicht zu. An Umkehr ist nicht nötig. Das ganze Lot. Der Gleisarbeiter wollte oft her. Ich gehe erstmal wieder in meinen Minecart. Fahre mal los. Und dann ist die Ampel auf Rot. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel. Wir müssen da irgendwie durchlaufen. Aufs Kehrglas bringen hat nicht funktioniert, weil wir eben diesen Hebel brauchen. Und das hat die Frage, wie wir da rankommen. Vielleicht kann ich da einfach einen anderen Motor anbauen. Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich mein Land. Okay, ich weiß jetzt nicht, was mit diesen Stromkästen ist. Vielleicht kann ich die irgendwie hier reinbauen. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Und was mit dem? Wahrscheinlich brauchen wir den woanders für. Junge, Junge, zum Glück, ich muss noch. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da hilft auch diese rote. Da muss bestimmt die weiße Lampe rein. Das heißt, einmal wieder ausschalten. Dass wir da rankommen. Dann nehmen wir die rote Lampe raus. Und bauen die weiße wieder ein. Dann machen wir die wieder an. So, jetzt ist die Lampe an. Und der. Junge, zum Glück, ich muss. Au, hier ist eine. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Blöd, dass der Schein. Hey du, halt. Na so, wir fauler Sa. Vielleicht müssen wir auch erst die Lampe ausmachen, dass das Skelett dann unten ist. Weiß jetzt nicht, was mit diesem Umkehrer ist. Jetzt ist es ja unten. Vielleicht können wir jetzt den Spiegel daran bauen. Nicht fallen lassen, okay? Super, das klappt ja wie am Schnürchen. Dann nochmal nach oben. So, Hebel umlegen.
Jetzt müsste die Lampe an sein und das Skelett oben. Jawohl, jetzt können wir bestimmt hier reingehen. Ich kann im Dunkeln. Autsch. Ach doch. Und hier ist eine Pulle. Nehmen wir mit. Hebel nehmen wir auch mit. So, mehr gibt's hier nicht, ne? Ja, wir können aber hier oben lang gehen. Ach so, ja, ne, ist egal, wir können hier oben und unten lang gehen, das ist wieder das gleiche. Dann kann ich aber jetzt den Hebel endlich mal reinhauen. So, und betätigen. Ah. Jetzt können wir doch vielleicht mit der Flasche hier diese Flüssigkeit da einsammeln. Nö. Gut, egal. Hier brauchen wir nichts mehr umstellen, dann können wir einfach driven. So, jetzt können wir Goal einsammeln. Und Action. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Ruhiger werden. Okay. Wahrscheinlich muss ich mir Schnaps umfüllen. Jetzt mach mal. Du kannst das. Heißt aber nicht, dass du gleich... Dann drück dich beim nächsten... Und was wird? Ich kann mir... Also lasst... Hallo? Hm? Was? Oh. Ich habe immer... ich bin zu unruhig. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unras ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere. Ich aber nicht. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Lass ihn einfach auf dich wirken. Herrlich. Jetzt noch ein kleines Schlückchen Schnaps und, Rufus, weißt du zufällig, wo mein Flachmann abgeblieben ist? Nanu, eben stand er doch noch da. Ja, und jetzt guckt er da aus deinem Mantelsaum. Oh, wie ist er denn da hingekommen? Also entweder hast du ihn eingesteckt, oder wir haben es hier mit Wurmlöchern zu tun. Hey, ich habe keine Wurmlöcher. Ich gehe mehrmals pro Woche zum Arzt. Mist. Aber wir können uns das bestimmt umfüllen. Warte mal. Hallo. Ich habe eine Herausforderung. Immer meditiert. Aber leg ein etwa. So, jetzt ist er ja meditieren und jetzt haben wir ja diese Pulle. Dann können wir uns ja was umfüllen, weil der guckt ja gerade weg. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. So. Lass ihn einfach auf dich wirken. So, hast du da nicht gerafft jetzt? Ich habe gerade eben schon gedacht, wir müssen jetzt hier, weil wir hier oben diesen Horizont haben, dass wir hier irgendwie... Bis zum Horizont. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Dass wir irgendwie jetzt meditieren müssen. Aber wir genehmigen uns erstmal ein. Ich wüsste, wie das jetzt geht. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Das wird ein Kinderspiel. Go! Überspringen. Scherben bringen Glück. Aber ich brauche. Wie trinke ich jetzt diese Pulle? Vielleicht mit ihm zusammen? Mal
Moment mal. Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Da ist nicht mehr viel zu holen. Was? Auch nichts. Moment mal. Das riecht mir doch ganz nach... Ja, ja und so... Natürlich. Da ist nicht mehr viel zu holen. Auch nichts. Da ist nicht mehr viel zu... Was? Auch nichts. Wie kriege ich denn? Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Ich habe noch... Immer her da. Könntest du mir noch mal zeigen, wie man meditiert? Aber na klar. Leg einfach dein Bein hinter den Kopf und... Ja, jetzt meditiert er wieder. Aber jetzt haben wir ja hier diese Pulle mit dem Schnappes. Such dir einen Punkt am Horizont und pass ihn. Da ist nicht mehr viel zu holen. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Doc? Tja, er ist ganz in seine Trance versunken. Lass ihn einfach auf dich wirken. Den Schnaps haben wir ja jetzt schon. Lass ihn einfach auf dich wirken. Hey, hochprozentiger Alkohol und deine Glühbirne. Ich lass könnte explodierende Weihnachtskugeln bauen. Fehlt nur noch der Baum und ein Streichholz. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Ich kann ja auch nicht fixieren, oder? Fixiere den Horizont. Scherben bringen Glück, aber... Such dir einen Punkt am Horizont. Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Lass ihn einfach auf dich wirken. Schade. Such ich habe Docs Fuß, am Horizont die Quelle seiner ruhigen Hände mit und seines schlechten Atems. Trinken will. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Toller Jager! Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. So, jetzt bin ich ja blau. Was ist denn... Jetzt müsste ich ja eigentlich den Kran steuern können. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Der ist noch zu schnell. Mist! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten kriege ich das mal direkt jetzt vor. Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Ich habe Docs Fusi. Wenn er jetzt weiter trinkt, bringt das ja auch nichts. Das ist ein bisschen mal übersehen. Man soll, wenn man vor... Fahren wir wieder zurück. Absteigen können wir und wir können die Weiche verstellen. Ich steig mal ab und ich gehe mal hoch. Yep, Nudelrezepte zu. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ohne mein Bein. Ich bin Profi, aber in diesem. Ich bin Profi darin, das Pferd von hinten auf. Aber in diesem Fall ist das Zaumzeug richtig rum. Achso, das Minenbein ist andersrum. Jetzt muss ich absteigen und die Weiche stellen.
Aber keine Ahnung. Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände. Wenn ich mir das jetzt reinpfeife, passiert ja nichts. Hallo. Hm? Oh. Ich habe hier nochmal. Ich habe noch. Nein. Meine Freundin ist zu schwer. So, na. Da habe ich. Wirklich? Ja. Lass die Finger. Da holt man sich nur. Ist sonst. Ja. Ja. Nichts, was ich nicht. Sehr gut. DIY. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Was mit diesem Skelettbein und diesem anderen Umkehrer? Vielleicht können wir den irgendwie noch hier bei uns von anbauen. Erstmal aufs Minengrad steigen. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Und wie mit dem noch dann? Wozu? Ja. Gehen wir ins Minecart rein. Ins Minecart. Oder mein Bike. So, dann fahren wir mal wieder zurück. Vielleicht können wir jetzt hier irgendwie mit dem. An Umkehr ist nicht zu. Nicht nochmal. Ach, kein Stück mit dem Skelettbein irgendwie. Ich wusste es, man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Okay, keine Ahnung, was er da hinten hingelegt hat. Das wird aber ein Kinderspiel. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder zu hektisch. Ja. Was ist denn los? Jetzt müssen wir erstmal einen reinfallen. Das sind bestimmt die Helden. Was ist denn jetzt mit dem Knochen hier? Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Also wir wollen also nicht bremsen. Dann ich trinke das jetzt mal. Ich habe Docs Fuse, die. Das kennen wir ja schon. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! So, ob die jetzt da schon runtergefallen ist. Und war es das mit der, glaube ich. Nein, Ware. An Umkehr. Welche Sachen auf den Sitz legen? Das Werkzeug ist dieses hier. Nee, Moment. Das Werkzeug dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Nach unten. Kranarm. Kann ich damit irgendwas basteln? Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Ja, keine Ahnung, was ist jetzt hier irgendwie. An Umkehr ist nicht. Ich habe später. Ich sollte nachher mal nach ihrem Implantat. So kompliziert und so ein Hirn. Hey. Ich weiß jetzt nicht, warum der Knochen da hinten liegt. Vielleicht können wir irgendwas hier kombinieren. Mal gucken, was passiert, wenn ich an dieser Schraube dort drehe. Was ist die neue Rechnungssache? Schade. Hey, ja, ich fehlt nur. Scherben bringen Glück, aber ich. Scherben bringen, aber ich brauche. Vielleicht müssen wir die andere Lampe wieder rausbauen, weil die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Können wir ja bestimmt da wieder rausnehmen. Ja, nehmen wir mal. Den Spiegel können wir wahrscheinlich nicht abbauen. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv.
Ein Bein reicht mir. Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für nein. Ast rein. Scherben bringen. Aber ich brauch... Hast du was dagegen? Einmal nach... Ast rein. Nun wieder zurück. Irgendwie, wenn wir mit dem Byte jetzt durchfahren und das dann kaputt machen, sozusagen, bringt das ja auch nichts. Haben wir auf jeden Fall zwei Lampen mehr. Vielleicht kann ich ja die Lampe daran bauen. Ohne Stromkreis gibt es ja auch nichts umzukehren. Wieder kaputt. Mann, ich stehe auf dem Schlauch. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich werde nie wieder unter freiem Himmel eine Glühbirne tun. Bis zum Horizont Tetanus. Es wird Zeit, dass... Es ist bestimmt noch was mit diesem... Alle Signale, warum bin ich überhaupt mit diesem Ding jetzt zu tun? Yep, Nudelrezepte zu. Aber keine Ahnung, Alter. Hier riecht's übler nach Benzin als in Lonzos Bar, aber weit und breit kein Zapfhahn. Ja, geht auch nur auf und zu. Nur mit dem Hebel, wenn ich ihn umdrehe. Hat sich auch nichts geändert. Vielleicht, wenn ich den auf los stelle, dann hängt das Skelett ja nach unten. Wenn ich dann einmal mit dem Go-Kart fahre, dass ich dann irgendwie wie das Skelett kaputt fahren oder so, ich glaube nicht. Und jetzt nochmal los. Mein Blick aufs Kehrglas bringt und dann auf die andere Seite bringt. Aber wie soll das gehen? Keine Ahnung. Ich hab echt hier alles probiert. Wenn der wieder nur irgendwo ging. Es liegt an der dunklen Licht. Naja, Freunde, wir machen erstmal hier einen Cut, sonst sind wir wieder bei Deponia und bis dahin. Tschüss.